Lena, die Post war da. Es ist ein Brief für dich gekommen. Juhu, ein Brief für mich. Was steht denn da? Hier steht Einladung zur Geburtstagsfeier am Samstag um 14 Uhr. Liebe Grüße, Marie. Juhu, da freue ich mich. Ich werde auch mal einen Brief bekommen. Dann schick doch deiner Freundin Paulina mal ein Bild. Dann schickt sie dir bestimmt einen Brief zurück. Oh ja, das mache ich. Jetzt mache ich mal ein ganz schönes Bild von Paulina. Fertig. Jetzt musst du das Bild noch in einen Briefumschlag stecken. Hier hast du einen. Jetzt kommt rechts unten die Adresse drauf. Zuerst Vorname und Nachname. Dann Straße und Hausnummer. Und darunter Postleitzahl und Ort. Und rechts oben kommt die Briefmarke drauf. Oh, die ist aber schön. Auf dem Weg zum Kindergarten ist ja ein Briefkasten. Dort können wir ihn dann einwerfen. Ja, das machen wir. Hier kannst du den Brief hineinwerfen. Am Briefkasten steht immer, wenn er geleert wird. Ah, das ist ja schon gleich. Jetzt werfe ich ihn hinein. Oh, jetzt ist mein Brief weg. Da kommt ja schon das Postauto. So, dann wollen wir mal. Schau, der Rotbrief ist von mir. Ah, schön. Der wird jetzt auf das Postamt gebracht. Und rein damit. Kinder, heute dürfen wir die Post besichtigen. Wir gehen gleich los. Hurra! Heute habe ich noch so viele Briefe zu verteilen und der Kindergarten kommt auch noch. Ja, und am Schalter ist auch noch so viel los. Ah, da kommen sie ja schon. Gleich sind wir da. Guten Tag, Frau Fischer. Hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Herbert Maus. Ich begrüße euch recht herzlich im Postamt in Hausach. Hallo. Hallo, Herr Maus. Hier vorne seht ihr den Schalter von Frau Baumann. Hallo zusammen. Bei mir kann man Briefmarken kaufen und Briefe und Pakete verschicken. Die abgegebenen Briefe kommen dann in diese Kiste. Diese Briefe hier müssen noch alle gestempelt werden. Schaut, so geht das. Darf ich das auch mal machen? Ja, jeder von euch darf mal stempeln. Juhu! Das macht Spaß! Das geht ja ganz leicht! Die Briefe für Hausach sind in diesem Regal. Die muss ich nachher noch im ganzen Ort verteilen. Der rote Brief ist von mir. Ist für Paulina. Kann ich den jetzt schon haben? Ja klar, da spare ich mir schon den Weg zu eurem Haus. Du bist doch Lukas. Magst du die Post für deine Eltern gleich mitnehmen? Ja, gerne. Eigentlich könnte ich euch ja allen die Post mitgeben. Hoho, alle Briefe sind verteilt. Dann ist meine Arbeit für heute getan. Die Kinder sind eine sehr große Hilfe. Vielleicht möchtet ihr morgen alle wiederkommen.